But if you close your eyes. Hi, lange nicht gesehen und doch wieder erkannt bei Minecraft Feed the Beast Affinity von eurem Flimpy. Der da. In der letzten Folge haben wir erfolgreich versucht, diverse Sachen aufzutreiben. Mein Spiel hat sich gerade etwas, ihr habt selber gesehen, ganz verrückt. Nein, Quatsch, also pass auf, wir haben in der letzten Folge, haben wir dann doch etwas, ein bisschen was geschafft. Nicht besonders viel, nicht besonders gut. Aber wir haben immerhin schon mal 3 von notwendigen 5 Köpfen, wahrscheinlich sogar, nee, von 6 Köpfen, fuck, die wir brauchen, um unsere tolle Sache zu bauen. Von der ich euch bereits erzählt hatte. Noch ein Kopf irgendwo drin. Genau. Aber ich habe euch ja versprochen in Folge 26, dass wir in Folge. Fuck. Dass wir in Folge 27 uns nochmal etwas mehr mit den Büchern beschäftigen. Natürlich nicht ohne einen fiesen Hintergedanken. Ich hoffe, wir finden dabei eine Welt, in der man laufen kann, sich bewegen kann, nicht sofort stirbt und trotzdem Monster farmen kann. Ob Tag oder Nacht ist mir egal, Hauptsache eine ebenerdige Welt, an der man spielen kann. Wir hüpfen jetzt hier runter und dann wird uns bestimmt auffallen, dass wir die Hälfte vergessen haben. Natürlich fällt es uns erst dann auf. Wir haben übrigens kein Leder mehr. Jetzt müssen wir leider ein paar Kühe töten. Vorher züchten wir noch ein paar. Boah, dieses Laufen, ne? Lauf. Kühe züchten wären nicht so schlimm, wenn dieses ewige Gefütter nicht wäre, damit die sich vermehren. So, wir müssen mal gucken, dass wir es irgendwie schaffen, in jeder Folge einmal das Feld zu ernten. Unsere Kühe zu füttern. Ernten wir mal beide Felder, was soll der Geiz? Baumwolle ist wichtig. So, die Baumwolle kommt hier hin. So. Wir kraxeln wieder hoch. Ups, was ist das? So. Zack, 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 zack. Zack und zack. So, wenn alle sich jetzt lieb gehabt haben, brauche ich jetzt leider euer Leder. So, es gibt manche Welten, da kann man auch andere Tiere außer Kühe töten. Habe ich nicht hier irgendwo ein Pilzbiom gehabt? Eins der wenigen Welten, wo ich kein Pilzbiom direkt habe. Das ist eine Seltenheit. Hier oben war ein Pilzbiom. Pilzbiom bietet sich dafür immer wundervoll an, weil man da relativ schnell auf die Menge an Leder kommt, die man dann doch braucht dafür. So, du kommst hier rein. Dich bringen wir mal gleich zum Braten. So, und dann können wir auch schon anfangen. Hey, ich habe die Kabels noch. Ah. Wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit in die andere Welt nehmen. So, aber wir können hier schon mal bauen. So, das eine Kabel, das zweite Kabel. Und dann hier schön abzweigen. Perfekt. Dann können wir hier nämlich auch schon die Decke zumachen. Perfekto. So, den Rest kannst du hier behalten. Schenke ich dir. Hiervon nehme ich mal noch ein paar Sachen mit. Pack die aber mal dahin, wo sie mir nicht auf den Sack gehen. So, ich gehe jetzt ohne Schippe und ohne Schaufel in die neue Welt. Ist vielleicht nicht der cleverste Plan von mir. So, jetzt kann ich mir auf jeden Fall eine craften.
So, wir gehen wieder in unsere nette Bücherei. Luppa. So, also, wir brauchen als allererstes mal wieder unser 1, 2, 1, 2 altbekanntes. Unsere altbekannte Tinte. Die schmeißen wir dann wieder hier rein. Holen uns ein, zwei Blätter aus dem Ding. Zack. Eins und zwei. Machen wir den ganzen Spaß nochmal. Und schon mal zweimal Papier mit. Oh, das war falsch. Zack. So, weil wir gleich zwei Bücher auf einmal machen werden. Eins, zwei. Du kommst wieder da rein. So, wir werden jetzt. Ups. Eine Seite. Jetzt zieh mal da rein. Alter. Ein Leder haben wir. Eine Seite. Ja, der Seite kommt ja hier hin. Ich feiere es immer wieder. Da mache ich mich dann tausendmal auf. Und schreiben Welt. Welt mit dir oder Welt mit T? Sorry, mein Fehler. Nein. Drei ist das schon. Wir benutzen das Buch. Welt. Hashtag 4. Ausnehmen wäre auch noch cool. So. Die beiden Bücher machen wir jetzt mal schön. So. Alles klar, hätten wir das schon mal. So. Ich brauche vier, fuck. Oh, der Pfeiler natürlich wieder schön daneben liegt. So. Ah, immer bleibt mein Bart in diesem komischen Pop-up-Schutz hier hängen. Ist ja auch nervig wie Sau. So. Dip, 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 dip. Ganz wichtig, immer als allererstes. Wieso macht er das nicht? Macht das. Jo. Oh fuck. Die Bücher müssen immer einzeln in der Hand sein, damit man die so hinlegen kann. So. Wir kraxeln mal jetzt wieder nach oben, weil wir es immer noch nicht auf die Kette bekommen haben. Weil uns Endermänner fehlen. So, wo sind die denn? Da haben wir. Eins, zwei. Nehmen wir einmal, haben wir hier Welt 4. Ups, Welt 4. Oh, Alter. Welt 4 und Welt 3. Wird mein Rechner zwar gleich wieder an seine Leistungsgrenze kommen, ist aber nicht schlimm. Hey. Ja, Doppeltöne sind nicht immer so geil, ne? So, dann würde ich mal spontan behaupten, no risk, no fun. Wir begeben uns mal schnell. Wir können ja schon mal ein paar Vorkehrungen treffen. Und wir müssen noch was loswerden. Dass wir nicht mit in die neue Welt nehmen sollten. Den Maschinen. Wie auch immer das Ding heißt. Maschinen, Kasten, Karton, Plastik. Weiß ich nicht. So. Oh, nee, falsches Buch. Ab in die Welt. Was wird uns wohl erwarten? Werden wir alle sterben? Ich hoffe nicht. Das haben wir schon einmal hinter uns. Das ist nicht so schön. Oder kommen wir jetzt in eine wunderbar gespawnte Welt?
hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ach, er ist das. Aber auch krass. T slash. Ah, ich hab's nicht geschrieben. Fuck. Wiederbeleben. So. Wo bin ich gestorben? Da ist das andere Büchlein. Alter, wie viele das schon sind. T slash. Oh. Oh. So. Wiederbeleben. Danke. Was sind wir? Hexen. Dorf hier. Habe ich da hier geschrieben? Mich bescheuert. J. Ach, da ist mein Haus. Da müssen wir hin. Home. Home, 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 home. Hexen. Home und tot. Da haben wir das. Mich in so einer komischen Schlucht wieder spawnen, verstehe ich nicht. Aber gut. Ich werde mich nicht kampflos geschlagen geben. Oh, falsche Richtung. Ich werde in die Welt zurückkehren und mir mein Stuff holen. Sobald ich wieder mal an meinem Haus bin. So. Wann ist mein Spawnpunkt dort? Mein Spawnpunkt war weiter oben und ganz woanders eigentlich, aber okay. Krass, von wo komme ich denn jetzt? Gut. Die Aufgabe ist einfach. Wir gehen wieder in die Welt zurück, bauen den Tod ab, drücken T, ein hoch und lassen uns sofort wieder zurück in die Welt bringen. Wenn wir hier in der Welt sterben, ist es nicht ganz so schlimm. Ich muss mal kurz so testen. T. Aber ich kann nicht von Anfang an schon so machen. Bin ich bescheuert? J. Todesmarker. Hier. Löschen. Alles klar. Ab zurück in die Welt. Ich glaube, Welt 4 wird genauso beschissen sein. So, wir lassen uns nicht kampflos geschlagen geben. Wir werden uns nicht kampflos geschlagen geben lassen. Anscheinend doch. Fuck, wo ist der Todespunkt da vorne? Alter. Hüpf. Ah, oh nein. Besser, da lang muss ich. Warum chillen da auch so unglaublich viele? Hau das ab! Mann! Die, oh, oh! Nein! Nein! Wiederbeleben. Lassen uns nicht kampflos geschlagen geben. So, bei den Versuchen Sachen wieder zu machen, werden wir sofort instant sterben. So. Das ist aber kein Problem. Vorausgesetzt, wir kriegen es hin. Super, zwei Sachen haben wir schon mal. Oh. Was kommt, scheiß drauf. Gehen wir gleich mal zurück. Der Rest ist mir egal.
Klar, mein Hammer ist da jetzt immer noch, ist aber nicht so schlimm. Wie lange hält der Kack noch an, der Fluch? Wither. Okay. Aber immerhin schon mal unsere Hacke wieder. Also ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt. Das ist ein Sieg auf halber Linie. Ja, auf halber Linie. Mit halbem Sieg gebe ich mich zufrieden vorerst. Aber die Bücher sind ja nicht aus der Welt. Also außer das eine, das ist wirklich verboten jetzt, das ist echt. Mit dem Buch will ich nichts mehr da, nichts mehr zu tun haben. Mit dem einen, aber das Buch. So, aber leider Gottes haben wir noch ein Buch. So, leider Gottes auch mein netter Ender weg. 1, 2. Hier waren nur Seeds, hier waren Bäume. Eukalyptus. So, wir müssen. Oh fuck, nein, lass das weg. Na, komm, mach mal hier. Mach mal das, was ich möchte. Danke. Und das noch. Ey. Das noch. Stell die mir mal kurz hin, zack. So, und jetzt habe ich auch schon wieder mein gutes Schwert. Mal den Tisch ab. So, nein, das brauche ich nicht. Ich wollte hiervon welche haben. Eins für die Schaufel, zwei für die Axt. Reicht. Ich will ja keine Wurzeln. Ey, diese Tür, ne? Ohne Witz. Ohne Witz. Muss doch aber jetzt mal zu schaffen sein, eine Welt zu kriegen, die uns nicht gleich töten möchte. Das nehmen wir einmal an uns. Ich habe leider Gottes beide meiner. Meiner meine Bücher verloren. Hör zu. Tut mir leid, Kuh, aber du musst jetzt dran glauben. Geh mal weg. Machen wir uns jetzt noch eine Seite. Ein davon, bitte. So. Also ich muss ehrlich gestehen, wenn ich im Singleplayer mache, ne, klappt das fast immer. Da habe ich bis jetzt, ich habe schon tausende von Welten erstellt, wirklich ungelogen. Und noch nicht eine einzige Welt, also doch ein paar haben mich schon umgebracht. Aber da konnte ich auch jedes Mal wieder entspannter fliehen als hier bei denen. Hier wollen die Welten mich einfach nur dauerhaft töten irgendwie. Ich kann es nachvollziehen. Ich würde mich, wenn ich in irgendeine andere Welt komme, auch sofort töten wollen. Trotzdem wäre es doch mal ganz schön herauszufinden, was in den anderen Welten alles so existiert. Ach nein, falsche Welt. Hä? Und jetzt? Hat er schon aufgeregt? Ich bin total aufgeregt. Alter. What the fuck? Was bist du denn für eine? Alter! Alter! Ich muss sie alle erstmal irgendwie. Ach, leckt mich.
Okay, da lang könnte ich. Mal wiederbeleben. Alter! Ich habe jetzt genug Punkte, wo ich sehen kann, wo ich gespawnt bin. So, was haben wir denn hier? Das ist Packeis. Ich meine, das Problem ist nicht nach Hause zu kommen. Jetzt das Problem ist gerade ein bisschen mehr zu überleben. Machen wir F. Okay, wir sind 70. Oh, da, perfekt. Ich meine, ich weiß, wo mein Tod ist. Ich bin da, hab da ja ein paar Punkte hinterlassen. So. Doofe ist jetzt gerade nur. Nehmen wir und nehmen wir. Welche Seite? Da haben wir es. Gut, das muss jetzt noch weg. So, Papier. So, die Dinger hier meine ich eigentlich. So, perfekt. Ist gerade nur nice, die Welt ist gar nicht mal so schlecht. Muss man einfach mal sagen, weil die Welt ist zwar mit Sand überzogen, aber Sand kann man ziemlich schnell und gut abbauen. So, gib mir mal Sand. Oh fuck, ey. Ah, nein. Stopp mal ganz kurz. So, bleib mal weg von mir. Mal das kaputt. Fuck. Ach Mann, Alter. Und da probieren wir das ab. Aber wie stark ist denn dieses Viech? Das kann doch nicht sein. Alter. Junge. Ist scheißegal, was ich mache. Ich verrecke jedes Mal. Mich. Ja, da sitzen noch kleine Viecher drin, ich raste aus. Stirb doch einfach. So, machen wir weiter, bis alle tot sind. Alter! Ist jetzt ein größeres Viech schon wieder gekommen? Yo. Ich sehe gar nichts auf viel Grund der vielen bunten Farben, die ich da habe. Alter.
Lass mir doch mal den Freiraum, Alter. So, ich werde die Folge jetzt mal beenden und werde mal offline versuchen, so ein bisschen weiter zu kommen, weil das bringt hier alles gerade so ein bisschen nichts. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank beim Zugucken, beim Sterben. Ich melde mich, genau, ihr wisst ja, wie das mit den Likes und so funktioniert. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Cheerio, haut da rein.